Jetzt möchte ich mit dir gemeinsam mal in die Vergangenheit schauen. Ja, ja, sehr gerne. Wir haben ja, wie du gerade schon gesagt hast, so viel erlebt miteinander, haben eine tolle Zeit miteinander gehabt. Und, aber jedes Ende kann ja auch ein guter neuer Anfang sein. Auf alle Fälle. Und wie das in unserem Falle passiert ist, können wir eigentlich unglaublich stolz sein, dass das bei uns so gekommen ist, wie es momentan ist, dass wir nämlich beide sehr, sehr glücklich sind. Du hast deine Susanne. Du hast deine süße kleine Familie, wir haben unsere Johanna, ich habe meinen Lenny, mit dem ich unglaublich glücklich bin. Und dass wir das geschafft haben und uns trotzdem so in die Augen schauen können, das ist einfach wunderschön. Und dafür möchte ich Danke sagen mit dem nächsten Lied. Barrikaden gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar. Ein paar wie Blitz und Donner. Und immer nur auf brennend heiße Spur. Wir waren so richtig Freunde. Und Freundschaft bleibt für die Ewigkeit. Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war. Und dann war's passiert, haben es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Man übersieht, wenn man sich verliert. Hinterm Horizont. Das war ein Lied für unsere Freundschaft und auf dass es so weitergeht mit unserer, ja, wie man so schön sagt, Patchwork-Familie. Ja, Susanne, Lenny, der zuschaut. Und ich werde drauf achten. Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. Und du darfst mir auch weiterhin die Ohren langziehen, wenn irgendwas nicht passt, weil dafür sind Freunde da, Eberhard. Genau, lass uns so das machen. Und das war immer wunderschön mit uns. Ja. Und da gab es auch manchmal Tränen, ne? Ja, das gehört dazu. Also ich bin halt sehr nah am Wasser gebaut. Also mir kommt vor. Das stimmt. Also du hast schon immer gerne geweint, muss man einfach so sagen. Ja, ich bin gar Heulsuse. Aber von dem Zeitpunkt an, als der Papa von uns gegangen ist, hat sich schon was entwickelt und in mir. Also da ist schon irgendwas passiert. Aber ich möchte mal ein paar Augenblicke aus der Karriere von Stefan Ross zeigen. Die heißesten und schönsten Emotionen. Ich würde sagen, auf die Tränendrüse, fertig, los. Tja, Emotionen.
Also die waren für mich immer schon ein großes Thema. Ich habe, und das wissen alle, die mich kennen, einfach ziemlich nah am Wasser gebaut. So wie hier, als Karl Moik mich in der Krone der Volksmusik mit einem Lied überraschte, das mich sehr gerührt hat. Auch wenn ich zurückdenke an damals, als ich den Grand Prix der Volksmusik gewann, gerade 13 Jahre jung, was für ein Moment. Lieber Stefan, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dir dieser Grand Prix-Sieg so viel Erfolg und Glück bringt, wie uns letztes Jahr gebracht hat. Von ganzem Herzen meine Gratulation. Dann bekam ich 10-fach Platin für die Heimweh-Melodie. Mein Titel wurde 5 Millionen Mal verkauft. Das war unvorstellbar für mich damals. Freudentränen, sie kullern bei Ihnen. Auch Caroline Reiber hat sie schon einige Male gesehen, meine Freudentränen. Wie hier in der Weihnachtssendung 1997. Ich bedanke mich. Oh, meine Güte, genau. Und natürlich gab es auch bei Immer wieder Sonntags über die Jahre hinweg viele Momente, die mir sehr nahe gingen und die mich gerührt haben. Als mein Team mich zum Beispiel zum Staffelende mit einem Lied auf der Bühne überraschte, also da war ich ziemlich sprachlos. Ja, es ist einfach mal so und ich kann es einfach nicht anders. Ich zeige, was ich fühle und ich schäme mich auch deshalb nicht. Auf der Bühne, wie im Leben. Ja, das ist das Leben und so soll es sein, darum nennt man das ja alles das Leben.